Ich präsentiere Ihnen heute die Zubereitung einer gebratenen Maishähnchenbrust mit Kartoffel-Mangold-Ragout. Ich beginne mit der Vorbereitung des Mangolds. Ich schneide die Blätter von den Stielen. Wegen der unterschiedlichen Garzeit werden die verschieden behandelt. Ich erwärme Olivenöl in der Pfanne, würze das Maishähnchen mit Salz und Pfeffer und brate die Hähnchenbrust nun mit der Hautseite zuerst an. Wenn die Hautseite knusprig angebraten ist, wende ich die Hähnchen, gebe etwas Butter und Thymian mit hinzu und übergieße die Hähnchenbrust nochmal mit der Butter, damit sie den Kräutergeschmack annimmt. Für einen gleichmäßigen Garvorgang gebe ich nun die Maishähnchenbrust bei 180 Grad für 8 Minuten in den Backofen. Für das Kartoffel-Mangold-Ragout gebe ich ebenfalls Olivenöl in die Sauteuse, erwärme es, schneide die Schalotte in feine Würfel. Nachdem die Schalotten und der Knoblauch glasig angeschwitzt sind, gebe ich die Kartoffelwürfel dazu, würze mit Pfeffer und Salz und gieße dann mit etwas Schlagsahne auf. Nach etwa 5 Minuten gebe ich die gewürfelten Stiele vom Mangold mit dazu. Deren Garzeit ist etwas länger als von den Blättern, deswegen gebe ich zuerst die Stiele dazu. Nach ca. weiteren 5 Minuten gebe ich nur noch die geschnittenen Mangoldblätter dazu und lasse das Ragout noch etwa weitere 2 bis 3 Minuten kochen, bis die Blätter weich sind. Nach der Garzeit im Ofen stelle ich die Hähnchenbrust jetzt noch an einen warmen Ort und lasse sie dort noch etwa 10 Minuten ruhen. Ich richte nun das Essen an, das Kartoffel-Mangold-Ragout. Gebe dann die Hähnchenbrust drauf. Jetzt ist angerichtet die gebratene Maishähnchenbrust auf Kartoffel-Mangold-Ragout. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de